neuer Backkarte hatte. Heute zeige ich euch mal den Eingang zur Eishöhle, wie ihr ihn mit Landreittier erreichen könnt. Seht, waren meine Mitspieler alle schon sehr fleißig, haben unsere Base ziemlich weit ausgebaut in den letzten 2 Tagen. Wir spielen auf dem Server dezent fertig mit der AA-Mod. Dies ist auch die einzige Mod, die wir hier auf dem Server verwenden. Wenn ihr Interesse habt mitzuspielen, schreibt mich ruhig an. Schreibt mich gerne an. Und ich gebe euch dann Zugangsdaten. Und dann könnt ihr bei uns auf der Karte gerne mitspielen. Die Einstellungen oder zu den Einstellungen auf der Karte. Das Theming ist mal 4. Die Brutzeit und die Babyentwicklungszeit ist auch angehoben. Die genauen Werte habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Aber es ist so eingestellt, dass ihr Tiere oder Eier ausbrüten könnt oder Tiere großziehen könnt und prägen könnt innerhalb von 4-5 Stunden, so dass auch Spieler, die nicht 24 Stunden Zeit haben, ARK zu spielen, auch einen gewissen Fortschritt erreichen und sich nicht nachts den Wecker stellen müssen, um die Tiere groß zu ziehen und auszubrüten. So, wir fliegen jetzt vom grünen Ark aus los, da haben wir unsere Base gebaut, halten uns rechts, fliegen auf die Kuppel oder Projektionskuppel zu des Eisgebietes. Unter uns ist hier so ein kleiner Pfad, den ich auch mit dem Landreittier benutzen würde, da er noch ziemlich ungefährlich ist. Alles, was sich links von uns befindet, ist schon ziemlich gefährlich. Hier spawnen Rexe, hier spawnen Rock Drakes, hier spawnen Reaper Kings. Alle natürlich korrupt. Daher ist der Weg durch die Schlucht links von mir doch schon ziemlich, ziemlich gefährlich. Und somit wählen wir hier den einfachen Weg fürs Erste. So, angekommen an diesem Felsen, halten wir uns rechts und nicht links. Links wäre wieder die gefährlichere Variante. Und wie ihr seht, es sind kaum korrupte Tiere hier. Also wirklich vollkommen, sag ich mal, entspannt, außer so ein paar verirrte Einzelne, die mal hier auftauchen. Also bisher habe ich zumindest keine gesehen. Das mag natürlich bei anderen Servern mit anderen Spawns anders sein. Aber hier bei uns habe ich bisher, und ich war schon oft im Eisgebiet, nicht wirklich viele gesehen. Jetzt auf der rechten Seite befinden sich wieder welche und vor mir war auch nur einzelne. Wir halten uns dennoch wieder hier mehr rechts als links. Man kann auch noch weiter rechts, wenn man jetzt reitet. Aber hier der Weg ist eigentlich relativ entspannt. Absetzen, Ausdauerregen. Ihr seht, ich kann mich hier auch problemlos hinsetzen. Hier kommt nichts angerannt. So, dann geht's mal weiter. Da ist mal so ein verirrter Rex. Je näher wir uns jetzt der Kuppel nähern, je mehr korrupte Tiere spawnen. Auch hier jetzt sei jetzt gesagt, ein bisschen vorsichtig. Ab hier können dann auch Giganotusse spawnen. So. Halten uns hier schön an der Felswand. Zu merken ist halt mit dem Skelett auf der linken Seite,
Kann auch noch weiter, wenn man noch weiter rechts reitet, näher an der Kuppel vorbei. Da hat man auch einen kleinen schmalen Weg, den man hochreiten kann. Den zeige ich euch auf dem Rückweg eben. Dann quasi auch hier wieder aus, wenn man von rechts kommt. Ich hoffe, ich finde den Eingang jetzt auch wieder. Ich habe ihn gestern erst entdeckt. Daher jetzt auch erstmal schauen. Der berühmte Vorführeffekt. Ich fliege mal eben. Hier ist der Eingang. Wir müssen doch unten entlang. Da wir hier die Klippe nur mit einem Trick runtergeben, sollen wir runterreiten und kurz vorm Boden eben kurz vorm Reittier abspringen. Der Gegner ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig hier direkt vorm Eingang. Dauert mir zu lange. Sehr ungünstig. Wenn die Ausdauer dann natürlich auch ziemlich weit unten ist, so wie bei mir. Nein. Heißt, wir müssen uns doch dem Kampf stellen und hoffen, dass die Eule jetzt nicht verliert. So, da fliegen wir noch mal da rein. Den sollten wir jetzt abgeschüttelt haben erstmal. Und unser Giga ist dann auch weg. So, hier wäre dann der Eingang zur Eishöhle. Hier drin beschwört man dann auch, oder man hat den Terminal vom Eistitan. Ob man jetzt wirklich beschwört wird, kann ich noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht ausprobieren können. Ich werde auch nicht so weit reinfliegen in die Höhle, um nicht viel zu spoilern. Ich zeige euch gleich noch die Koordinaten am Eingang auf der Map. Was man hier sagen muss, es ist schön, man kann hier mit Reittieren rein, auch mit sehr großen Landreittieren, um die Höhle zu bewerkstelligen. Entschuldigung. Und es sind ziemlich viele Tiere in den Höhlen. Und auch in der Wüstenhöhle waren wir ja schon. Da ist auch unmenschlich viel an Tieren. Daher sollte man schon relativ gute Tiere und hohe Tiere haben. Seht ihr auf der Karte, der Eingang befindet sich circa 21,43. So, dann mache ich mich mal auf den Rückweg. Da müssen wir jetzt den unteren Weg nehmen, halten uns dann hier auch immer ziemlich dicht an den Klippen, weil hier hinten an diesem roten Pfad, vorsichtig, hier können auch schon korrupte Wyvern spawnen. Daher immer so weit wie möglich links an den Klippen halten.
Weil die Weibern sind ziemlich, ziemlich aggressiv. Und ich habe auch schon zwei Tiere verloren bei dem Versuch, weil ich mich zu weit rechts gehalten habe an diesem roten Pfad. Und die mich dann ganz einfach mal eben aufgefressen haben. Ausdauerring wenn da wieder so ein Vieh kommt. So, dann sieht man hier schön, ja, Weg. Rechts dieses Skelett, links Felswand. Wir halten uns quasi hier über den Hügel, nicht ins Rote. Da wird es wieder ziemlich gefährlich. Und sind dann auch schon wieder auf dem Weg zum Center. Hier dann wieder einen Trick benutzen. Absteigen vorher. Kriegt er massiv Schaden, wenn er sitzend auf dem Reittier die Schlucht runterfällt. So, da haben wir schon wieder den Mittelpunkt, den Center erreicht der Karte. Werde jetzt noch weiter zur Base fliegen und schauen, dass ich noch meine Farmarbeiten für heute erledige. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage dann einfach mal, bis die nächsten Tage. Und euch noch viel Spaß beim neuen DLC.